Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Game. Willkommen zurück zu Dust an Elysian Tale. So, wir jumpen mal kurz runter, denn da oben scheinen wir nicht mehr wirklich etwas tun zu können. Yo, wir konnten das aufmachen. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? What the fuck? Bin ich jetzt, was ist das? Alter! Wow! Portal? So, wir haben eine Notiz gefunden. Mach dir keine Sorgen. Ich habe sie an einen sicheren Ort in einen Käfig gesetzt. Falls du sie je finden musst, klettere einfach über der Holzbrücke bei Grobenheim hoch und nach oben und dort bloß nicht deinen Wandsprungtrick, um sie zu erreichen. Du würdest abstürzen und dir den Hals brechen. Okay, also Wandsprungtrick machen, das haben wir schon mal herausgefunden. Haha. Hä, Moment. Oh, das ist schon wieder sowas. Aber das ist doch... Da oben ist sie, oder? Aber ich weiß nicht... Was? Hä? Ich habe keinen Wandsprung. Ne, da ist ein Schlüssel. So, was ist jetzt hier? Komme ich da jetzt wieder zurück? Ja. Ah, alles klar, okay. Oh mein Gott, das ist also so eine Art Portal, so wie es scheint. Ah, das ist bestimmt das. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich auch auf Deutsch nicht ganz gerafft, was die Schmiedin uns da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was die Schmiedin uns da erzählt hat, das habe ich auch auf Deutsch nicht ganz gerafft. Aber wenn ich das richtig sehe, ja, wenn ich das auf der Karte richtig gesehen habe, dann sind wir jetzt nämlich da, wo wir schon mal waren. Ja, ja. Und wir könnten da jetzt wieder hochgehen. So, ja, die sind so easy hier, ne? Das ist so, dadurch, dass ich die Stärke so früh gemaxt habe. Ich glaube, ich mag sie auch, was nicht gemaxt habe, aber so früh sozusagen angegangen bin, ist das echt easy. Ich glaube, das werde ich auch beim nächsten Levelaufstieg, werde ich auch wieder einfach auf die Stärke gehen. Was ist das? So, ja, dann gehen wir nochmal hier unten lang, weil, wie gesagt, ich weiß momentan wirklich nicht ganz so genau, wo es lang geht. Hier war, genau, hier war das. Aber waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Wir waren jetzt beim Schützenpass, ne? So, jetzt können wir in den Wald. Wir gehen aber erstmal ins Dorf, denn... Kann ich mir einen aussuchen? Okay. So, ja, ich kann mir einen aussuchen. Was ist mit ihm nochmal? Haben wir den schon? Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here. Ah, okay. Denn wir hatten doch hier den Kasper mit seiner... Wisst ihr noch? Mit seiner Truhe. Nee, hier war nur... Speichern. Da war doch der Heino, der gesagt hat, hey, ich hab eine Truhe verloren. Und dann haben wir doch geguckt, wo die ist. Aber was ist denn nochmal? Ah, das ist der Laden. Moment, Laden. Bin ich bekloppt? Wie kann ich da nicht reingehen? Ich habe so viel verloren. Welcome back. Oh mein Gott. Ich kann nur zwei kaufen? The fuck, Alter. You honor us with your patronage. Ja, ja. Please tell your friends. Ja, ja. Your rich ones. Ja, tell your friends. Ja, einen Scheiß tue ich. Erzähl doch nicht meinen Freunden, was für ein Halsabschneider du bist. What the fuck, are you serious? Are you serious? Oh my fucking God, ich hab das scheiß Hähnchen verkauft und nicht gekauft. Are you serious, my Hähnchen? Fucking Ladenman, Alter. Welcome back. Verrückt, Alter. Fuck the shit. Das glaube ich nicht. Ja, thank you. Go away. Das glaube ich nicht. Alter, hat der mich verarscht. Alter. Und ich denke schon, 75 schon viel zum Kaufen, aber der will ja 300 dafür. What the fuck? Ah, guck mal hier, die geile Olle. So, ja, ist unser Mann. Wo war denn der Typ? Hier war der. Ah, da oben stand er doch. Warte, komm, wir fragen ihn nochmal. Wir haben die Kiste ja schon längst gefunden. Willst du ihn nicht doch irgendwie holen? Da unten ist er doch. Oh, my box. Where is my box? Do you have my box? I must have it back. Find it, please. Deine scheiß Box gefunden, Alter. So,
Mach ich jetzt alleine auf, wenn du die nicht haben willst. So, pass auf. Yeah! Woohoo! Zimtgebäck. Geil. Was ist das denn? Plus 100 Gesundheit. Richtig nice. So, was ich aber machen wollte, wir haben, war das only Material, was wir bekommen haben? Ja, aber das kann ich noch nicht herstellen, alles. Oh mein Gott. Der Ring ist gut. Den nehme ich. So. Ey, die Kacke, die ich bei dir gemacht habe, die ist viel schlechter. What the fuck? Ja, okay. Rest war auch nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das war gar nicht seine Kiste. Oder? Ich habe deine Kiste gefunden. Oh, my box. Where is my box? Do you have my box? I must have it back. Find it, please. Mo, where's my box? Ja, okay. So wie es aussieht, war das doch nicht seine Box. Ey, hier ist noch eine. Yeah. Nice. So. Lecker Zimtgebäck. Hui. Tap Teleportstein. The fuck? Ein Stein, mit dem du dich einmalig von einem Speichermoment auf die Weltkarte teleportieren kannst. Okay. Ja, wer es braucht, warum nicht? So, dann können wir jetzt in den Wald gehen. Was ist das denn? Die Lichtung. Scheint es auch was Neues zu geben. Jo, dann... Oh mein Gott! Epic Shit Animation! Oh yes, du Gegners are there! Wald von Abadis! Alles klar. So, dann wollen wir mal wieder speichern. Hier. Und gleich nochmal. So, dann wollen wir doch mal. Ja, ey, guck mal. Was meint ihr, wie easy die sind, wenn ich das nächste Level aufgestiegen bin? Dann sind die so easy, weil dann erhöhe ich mal wieder mein Dingens. Aber ich muss sagen, klar, es ist auch wichtig, die Verteidigung irgendwie zu erhöhen, aber Angriff ist ja bekanntlich die beste Verteidigung. Naja, ob das immer so stimmt, weiß man nicht. Aber... ich glaube, in dem Spiel könnte das sogar ganz gut sein. Denn wir kommen sehr gut durch. Einige von euch sagten, ich soll das schwerer stellen. Aber wieder andere haben auch gesagt, das Spiel wird noch relativ schwer. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Spiel noch relativ schwer wird. Deswegen warten wir einfach mal ab. Und man muss mal ganz klar wirklich sehen, dass wenn ich nicht... also, ich weiß nicht, ob das jeder so macht, dass er den Angriff direkt so hochhaut. Normalerweise würde ich auch erstmal Leben ein bisschen hochhauen und dann eben gucken, dass ich den Angriff mache. Aber ich habe den Angriff ja schon eigentlich relativ hochgehauen. Fidget jetzt zum Beispiel habe ich gar nicht hochgehauen. Und insofern sind die Gegner noch recht einfach. Aber wenn ich jetzt nicht so stark wäre, dann sähe das ja schon wieder ein bisschen anders aus. Also, wenn mein Angriff nicht so stark wäre, wenn die mich hier treffen, das ist schon nicht ganz so wenig, was die mir abziehen. Ah, ich kann das so zu mir wirbeln. Alles klar. So, aber das Spiel nach wie vor, muss man wirklich sagen, macht einen sehr guten Eindruck. Hui! Nice. Ey, was ist das denn? Laden! Den muss ich ja immer Sachen verkaufen. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ja, das glaube ich mir. Was ist das denn? Moment. Ja, 400. Du hast doch voll den Arsch offen. So, hast du irgendwas, das habe ich an. Habe ich auch. Was will er für den Schlüssel? Ja, 3000. So, in den Verkaufsmodus wechseln. So. Wir haben da nämlich ja noch einiges, was er noch nicht hat. Zum Beispiel sowas. Oder das hier.
Oder das hier? Ah, Kobolthaut, die brauche ich noch. Ich verkaufe auf jeden Fall nichts, was ich nur einmal habe. So, neues Material für ihn. Your transaction is most appreciated. Yeah. Watch your back, my friend. Yeah. So, ja, der will ja immer neue Sachen haben. Was ist da unten? What the fuck, boah, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, es ist vorbei mit uns. So, es geht da oben. Das sind jetzt wieder so, das ist komisch. Da gibt es jetzt wieder zwei Sachen. Oh mein Gott. Wuhu! Oh mein Gott, da hat er mich verarscht. Zack, zack. Yeah! Crossle Monster Action! Boah, das Spiel ist so nice, ne? Oh, Truhe, aber ich hab keinen. Ja, verarsch mich nur, du sagte dich. So, yo, dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder einen Cut, Leute, und sehen uns im nächsten Part wieder. Es geht immer schnell vorbei, ich weiß. Und ich glaube, ich erzähle gar nicht ganz so viel, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil ich selber erstmal hier ein bisschen gucken muss. Das sind so Spiele, so RPG-Dinger, die, da muss ich selber auch immer ein bisschen fighten hier und ein bisschen gucken und so und yo. Dann machen wir jetzt mal einen Cut, bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer, ciao.